wünsche dir, dir wünsche ich, dass du irgendwann alt bist und irgendwann immobil in einem Rollstuhl sitzt und gerne irgendwo hin möchtest und die Pflege sagt, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück auf Sunny Beats. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Heute ist Samstag, der 11. Januar und es ist 5 Minuten vor 9. Ich bin schon lange, lange wach. Ich habe schon mit dem Herrn Zoe hier Kaffee getrunken. Und der kleine Mann schläft noch. Der ist um 7:30 zum Fläschchen aufgewacht. Und liegt jetzt bei mir im Bett und schläft. Aber ich denke, der müsste jetzt auch demnächst wach werden. Ich gehe hier schon wieder meinem neuesten Hobby nach, Babywäsche zusammenlegen. Leider sind, also das ist alles 62 und die Bodies, die werden schon zu klein. Und der hier leider auch, das ist so ein ganz süßer. Ich zeige euch den mal. Das ist so ein Jumpsuit. Den habe ich von H&M. Der ist doch so süß, oder? Ohne Ärmel. Hier oben mit so Druckknöpfen. Den finde ich richtig süß. Leider, wie gesagt, wird der jetzt schon zu eng. Ja, der Herr Zorro, der hat sich jetzt mit dem Hund auf den Weg gemacht. Der wird auch vermutlich erstmal nicht wieder auftauchen. Der wird bestimmt bis heute Nachmittag verschollen sein. Was nicht so schlimm ist, dann kann ich nämlich für euch hier jetzt anfangen zu vloggen. Das ist nämlich auch der Grund für das Video jetzt. Und gucken wir, was heute passiert. Es gibt keinen Plan. Es ist Wochenende und ich, wie gesagt, habe überhaupt gar keine Sachen geplant. Wir machen alles so, wie es kommt heute. Jetzt habe ich eben schon wieder hier so eine Perle verloren. Ich verliere alle meine Perlen. Tja. Macht mal nichts, das ist normal. Gestern habe ich meine Haare gewaschen, darum bin ich nur etwas wirr. Weil nach dem Haare waschen, also diese jetzt hier nicht, aber Moment. Hier, diese Sachen hier, die muss ich nämlich dann glätten, wenn ich Haare gewaschen habe, weil ihr seht, was ist das? Also, jo. Ja, ich möchte heute parallel, wenn ich das schaffe, möchte ich schon mal sozusagen ein Skript erarbeiten für das Draw My Life Video. Meine Stifte sind jetzt endlich da und das Board habt ihr ja auch schon gesehen. Darum habe ich gedacht, vielleicht kriege ich das irgendwie mal geregelt, zwischendurch das heute mal anzufangen, weil es natürlich am meisten Sinn macht, wenn man erstmal sich so ein bisschen aufschreibt, was man überhaupt, welche Punkte des Lebens man jetzt ansprechen möchte in dem Video und dann daraufhin das Video aufnimmt. Das ist logisch, erscheint mir logisch und darum wollte ich das heute mal anfangen. Mal gucken, wie das so klappt. Ich habe gerade, habe ich überhaupt gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Heute kommt aber, so wie es aussieht, kommt die Sonne heute so schön raus. Das würde mich sehr freuen. Dann kann ich nämlich mit dem Rio nochmal einen schönen Spaziergang auf den Hauptfriedhof machen. Wir haben nämlich relativ nah hier den Hauptfriedhof. Und da kann man sehr, sehr schön spazieren gehen. Und ich mag das nicht so gerne, mit dem Rio da an der lauten Hauptstraße zu gehen. Darum können wir das dann nachher vielleicht mal machen. So, halten wir kurz fest.
Ich habe schon die zweite Perle verloren. Und ich weiß auch nicht, wo die waren. Keine Ahnung. Naja. Wie gesagt, das ist normal. Wo ich gehe und stehe, verliere ich die Perlen. Das Geilste, also das, eines der tollsten, schönsten Sachen an den Dreadlocks, für mich jetzt. Ich bin ja so ein bisschen freakmäßig unterwegs. Und ich finde, das Schönste ist, wenn man so einen ganz normalen Zopf macht. Also ich habe jetzt hier das Haargummi zweimal so drumherum gewickelt. Und jetzt sind die natürlich so ein bisschen locker in dem Haargummi. Und das allerschönste Gefühl ist, wenn man hier einzelne Strähnen so nimmt und dann so leicht zieht, dann werden die so eng hier hinten. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man die so, das kann wahrscheinlich nur jemand nachempfinden, der auch Dreads hat. Wenn man die dann hier so an die, also die stehen hier unten, hier, seht ihr das? Da stehen die so ab. Ist noch Platz zur Kopfhaut hier zwischen. Und wenn man die dann hier oben in dem Haargummi so zieht, dann legen die sich so an die Kopfhaut dran und werden so enger in das Haargummi. Das ist so toll, ich freue mich so. Könnte das den ganzen Tag, könnte ich hier jede einzelne Strähne meiner Dreads hin und her ziehen. Das ist so ein richtiges, so eine richtige Beschäftigungstherapie. Hier zum Beispiel, hier habe ich jetzt hier so ein Dingen. Hier, da sieht man es. So, und jetzt gucke ich hier oben, fühle ich, wo die Strähne ist. Das ist diese hier. Und die ziehe ich jetzt. Und dann legt sich das hier so dran und es ist so schön. Was ein Quatsch, ey. Ich habe immer noch kein Kindergeld. Ach, Elterngeld. Da sieht man mal, wie kinderfreundlich der deutsche Staat ist. Dass man 100 Millionen Jahre auf alles warten muss, was man denn, was einem zusteht. Und dann fragt sich die Menschheit, warum die Deutschen keine Kinder kriegen. Tschö. Da sollten sich die lieben Politiker mal Gedanken drüber machen. Hm? Also ich halte eh nichts von Politik. Von daher, Politik ist ein... Ja, ihr Lieben, also ich gucke jetzt mal, dass ich hier ein bisschen schon was anfange, solange der Kleine noch schläft. Und dann sehen wir uns im nächsten Clip. Hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe schon jetzt das dritte Teil verloren. So, ich habe jetzt gerade, ich zeige es euch mal kurz. Ich habe hier gerade mal angefangen, so ein bisschen auszuprobieren, wie das alles so funktioniert. A few moments later. So, ihr Lieben, ich habe es geschafft. Ich habe schon fast 5 DIN A4 Seiten vollgekriegt mit Informationen für das Draw My Life. Es ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, ich will nicht meine ganze komplette Lebensgeschichte im Detail jetzt hier ausklamüsern. Darum ist es ein bisschen schwierig, die Informationen so rauszufiltern. Ich habe übrigens die geilste Frise ever. Ja, und es ist jetzt 10 Minuten vor 11 und mein Kind wird jetzt gerade wach. Und darum kümmere ich mich jetzt erstmal und dann sehen wir uns wieder. Ein neuer Tag! Oh! Du süße Maus. Sie sind süß. Sie sind süß. Oh, ganz aufgeregt. Was machst du mit meinen Feuchttüchern? Was machst du mit meinen Feuchttüchern? Bist du süß, mein Schatz? Mal anziehen, ne? Wollen wir mal was anderes anziehen? Der ist so süß. Der Rio hat so ein... mit so lauter Bärtchen. Da seht ihr das schon, der strampelt wie verrückt. A
A few moments later. Ihr Lieben, können wir mal bitte ganz kurz darüber sprechen, wie süß mein Kind aussieht? Guckt euch das an! Das ist so ein Hoodie, so ein dünner Hoodie, so mit Kapuze. Zieht euch das rein, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht mehr klar. Das ist so süß. Oh, du bist so süß, mein Schatz. Die Mama isst dich jetzt auf. So. Kind ist gewaschen und auf dem Sofa bei den Männchen angekommen. Die Sonne scheint richtig schön, da freue ich mich total drüber. Der ist jetzt da ganz lieb. Ich habe noch da meine Wäsche stehen. Ich habe dauerhaft einen Tinnitus hier auf der Seite. Oh, das ist richtig krass. Ich weiß auch nicht wieso. So, und ich werde jetzt noch einen Kaffee kochen. Und für mich Frühstück machen. Das Problem ist, ich habe keine Butter. Was mache ich jetzt? Tja, nee, mache ich jetzt nicht. Ich verwerfe das. Ich werde jetzt, mache ich noch einen Kaffee für mich. Währenddessen der Kaffee am Start ist, ziehe ich mich an und dann muss ich auch noch das Kind füttern, das hat auch noch Hunger, da muss ich noch das Kind füttern und dann gehe ich erstmal mit dem Rio kurz was einkaufen. Ich brauche Butter. Das mache ich auch so, genau, dann mache ich das jetzt einfach andersrum. Trinke ich schnell noch einen Kaffee. Ja, das ist sinnvoller, wenn ich jetzt erst los ist. Arschkalt draußen. Muss ich jetzt mal überlegen, was ich dem Rio anziehe. Aber ich gehe sowieso im Kinderwagen. Also mit dem Kinderwagen. Ja, das mache ich. Das ist eine sehr gute Idee. Da kann ich auch überlegen, jetzt noch kurz, was wir zum Mittag essen. Ich glaube, ich mache vegetarische Schnitzel. Mit Kartoffeln und einer schönen Champignonsauce. Ich überlege mir das mal kurz. Later. So, wir sind wieder da. Boah, es ist so eine Hitze hier drin. Ich muss jetzt mal Heizung ausmachen. Boah. So, das Kind ist jetzt fast eben eingeschlafen. Da musste ich ihn aber aus dem Overall wieder rausschellen. Und jetzt schellen, meine ich. Jetzt hat er richtig schlechte Laune. Aber ich kann es gerade auch nicht ändern. Ich muss mich erstmal ausziehen. Mir ist so heiß. Boah, es ist so eine übelste Hitze hier drin. Okay, ist kaputt. Erstmal das Fenster aufmachen. Erstmal den Pullover wieder aus. Das ist immer, wenn er müde ist und dann fast eingeschlafen ist und dann nicht schlafen kann. Beziehungsweise wieder wach wird. Dann fuckt er sich richtig ab. Aber es ist jetzt gerade, da muss er halt mal weinen. So. So ist das, wenn man alles alleine machen muss. Steht schon wieder der ganze Pfand rum. Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, Leute. Ah, mit diesem Pfand. Sowas stresst mich dann, wenn ich nach Hause komme und alles ist voll am Stehen. So, da habe ich gekauft eine Cola für mich. Dann habe ich Kulturchampignons gekauft. Dann eine neue Rahme. Dann habe ich zwei Päckchen von diesen vegetarischen Schnitzeln hier gekauft. Dann habe ich für mich zum Frühstück jetzt gleich Schinken gekauft. Dann habe ich zwei Brötchen gekauft. Dann habe ich einen Blumenkohl gekauft. Und einmal Kartoffeln. Es ist jetzt schon wieder 10 Minuten vor 12.
Und ich habe schon wieder noch immer nichts gefrühstückt. Es ist. Tschö. Ist wie es ist. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Rio sich abregt irgendwie. Von alleine. Was ich nicht glaube, weil ihr hört es ja. Also, das heißt, immer noch kein Frühstück, sondern erstmal Kind kümmern. Mein Kaffee, den ich mir eben gerade gekocht habe, der ist übrigens kalt. Hat also auch schon wieder nichts gebracht. Also das sind dann die Momente, die mich wirklich stressen, wenn ich nach Hause komme und sofort der Rio ist nur am Brüllen und ich muss hier und da machen und Einkauf wegräumen. Und dann ist es aber noch warm, da muss ich mich noch ausziehen, dann jault das Kind aber die ganze Zeit. Oh, Hilfe! Der hat nicht alles aufgegessen, der hat nämlich hier noch Fläschchen und die will er jetzt wahrscheinlich haben. So. Ich brauche Teller und ich brauche das. Der Kühlschrank ist sperrangelweit auf. Dann brauche ich noch ein scharfes Messer. Kartoffeln brauche ich jetzt nicht, Cola brauche ich jetzt nicht. Fläschchen muss ich mitnehmen. So, das Fläschchen ist jetzt aber schon wieder zu heiß. Ich habe gerade so Kreislauf. Guten Morgen, ihr Lieben. Sorry, ich konnte gestern nicht mehr weiter vloggen. Ich war so kaputt auf einmal und so müde. Ich bin dann mit dem Rio ins Bett gegangen. Und dann haben wir gepennt und wieder sind wir aufgestanden. Fürs Fläschchen haben wir weiter gepennt. Oh, das war echt krass. Aber jetzt bin ich wieder am Start. Ja, heute ist der 9. Nee, heute ist der 12. Januar. Und es ist 10 Minuten vor 9. Und heute, also eben habe ich gerade so bei Facebook mal geguckt und dann kriege ich auf einmal so eine Erinnerung. Und tatsächlich feiern wir heute unser 9-jähriges Jubiläum, der Herr Zorro und ich. Das heißt, nächstes Jahr sind wir schon 10 Jahre miteinander. Und ich denke mir nur so, was? Wo ist denn die ganze Zeit geblieben? So, ich bin auf jeden Fall übelst alt. Das steht jetzt fest. So. Und ja, ich habe jetzt hier meinen Kaffee. Ich bin noch im Schlafanzug. Und habe jetzt hier schon meine Babywäsche sortiert. Die muss ich gleich noch wegräumen. Der Kleine liegt jetzt gerade drüben, ist am Einschlafen, so gut wie eingeschlafen. Ja, und ich wollte gerne mal die Zeit nutzen, euch eine Vorzeigekollegin vorzustellen, welche sich mir bekannt gemacht hat in Kommentaren unter meinen Videos. Das ist eine Dame, die hat, wenn man auf meinen Kanal kommt und man hat vorher noch nie kommentiert, dann kommt man sofort in den Ordner, wo die Kommentare freigeschaltet werden müssen. Also wenn ihr öfter schon kommentiert habt, dann ist euch das vielleicht aufgefallen, dass einige Beiträge von euch nicht sofort freigeschaltet werden. Das habe ich so eingestellt. Das hat auch alles einen Sinn, wenn ihr dann zum Beispiel, ihr habt jetzt was kommentiert und ich gebe den Beitrag frei und ihr kommt dann wieder zurück auf den Kanal und kommentiert wieder, dann werden eure Beiträge automatisch freigeschaltet. Das passiert aber, wie gesagt, nicht bei allen. Und wenn man ganz neu kommentiert, dann schon mal gar nicht. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Ich bitte euch nämlich die Dame, unsere jetzt neue Lieblingskollegin, stelle ich euch jetzt vor. Ich erzähle euch jetzt, was sie kommentiert hat. Und dann werden wir mal kurz darüber ein bisschen sprechen, weil ich mir denke, so, what the fuck, einfach nur. Aber bildet euch eure eigene Meinung. Fangen wir an mit dem ersten Kommentar. Der erste Kommentar wurde verfasst unter dem Video namens Lernfeld 4.3 Gewalt in der Pflege. So, bevor ihr jetzt über meine gleich anstehende Meinung ausflippt oder whatever, guckt euch bitte die Videos an, guckt euch meine Aussagen an. Dann könnt ihr gerne darüber urteilen, was ich da gesagt habe und ob das eurer Meinung nach richtig ist oder nicht. Aber nicht vorher keine Ahnung von nichts haben und große Fresse haben und sorry. So. Also. Digitales Ausräumen ist
in Großbuchstaben keine Gewalt, sondern eine in der Medizin gängige und notwendige Maßnahme. Wenn eine mechanische Blockierung des Enddarms durch Kot oder Kotsteine vorliegt, die anders nicht gelöst werden kann. Ist alles andere ausgeschöpft und das Problem noch vorhanden, dann kommt man nicht drum rum, den Patienten digital auszuräumen. Gewalt wird es erst, wenn der Patient ablehnt, außer er ist nicht orientiert und kann die Konsequenz der abgelehnten Maßnahme nicht erfassen und man es trotzdem macht oder es unnötig brutal gemacht wird. So. Da kommt dann noch alles andere, frag mal in der inneren Medizin nach, bla, blubs, blubba. So. Hast du überhaupt mein Video angeguckt und hast du überhaupt verstanden, was ich erzählt habe? Nee, hast du nicht, weil sonst würdest du nicht so einen scheiß Kommentar darunter verfassen. So, sorry, so ehrlich müssen wir jetzt mal bleiben und sein. Ja, das digitale Ausräumen ist in manchen Fällen notwendig. Da hast du vollkommen recht, Schätzelein. So, wenn du mir zugehört hättest, ja, dann wüsstest du, dass es nicht um medizinische Maßnahmen geht. Wenn es medizinische Maßnahmen gibt, die verordnet angeordnet wurden von irgendeinem Arzt, welchen gibt's auch immer, dem Bewohner gegenüber oder für mit dem Bewohner, dann reden wir schon nicht mehr vom Thema Gewalt. So, du hast gar nicht verstanden, um was es geht. Es geht darum, dass einfach die Maßnahmen, die man vor dem digitalen Ausräumen treffen kann oder soll oder könnte oder müsste, nicht ausgeführt werden, weil es keine Zeit gibt oder weil man der Meinung ist, dass es alles viel zu lange dauert oder aber, weil die Wohnbereichsleitung einem im Nacken sitzt und sagt, ja, aber es ist jetzt schon der zweite Tag, an dem Frau Müller keinen Stuhlgang hatte und wir werden jetzt alle sterben. So, darum geht's. Es geht nicht darum, dass ein Arzt kommt, von mir aus deiner inneren Medizin, ja, und anordnet, dass jetzt Bewohner digital ausgeräumt werden soll. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es ging in der Aussage ging es darum, dass einfach Maßnahmen wie beispielsweise Abführmittel oder aber auch natürliche Abführmittel wie beispielsweise Milchzucker überhaupt gar nicht erst probiert werden oder ignoriert werden. Oder man sagt, ja, aber die 3 Milliliter Lactulose, die bringen überhaupt nichts. So, und wenn Bewohner jetzt sagen wir mal Montag Stuhlgang hatte und spätestens, aller spätestens am Donnerstag wird irgendwer ankommen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die hat keinen Stuhlgang gehabt, die Welt geht unter, die Frau kratzt jetzt sofort ab, weil sie keinen Stuhlgang gehabt hat. So, dann wird nicht erstmal probiert, einfach durch natürliche, ganz normale Körperfunktionen, die auch ein alter Mensch hat, und da kann mir jeder erzählen, was er will, das ist sowas von Banane, vielleicht sind die Körperfunktionen eingeschränkt, da lasse ich mich noch drauf ein, aber die sind nicht außer Kraft gesetzt. Und dann kann ich die auch erstmal probieren. Wie gesagt, es gibt Milchzucker, es gibt Abführmittel, es gibt auch Nahrungsmittel, die abführend wirken. Es gibt auch Mittel, die einfach den Stuhl verflüssigen, damit es passiert, damit es kommt. Und dann muss ich nicht sofort losrennen mit meiner Kloschüssel und mir Handschuhe anziehen und den Bewohner ausräumen. So, es ging lediglich darum. Es ging in dem Video darum, dass gewisse vorherige Maßnahmen außer Acht gelassen werden, nicht beachtet werden oder nicht richtig oder gar nicht durchgeführt werden und dann der Bewohner ausgeräumt wird und das ist Gewalt. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Da kannst du von mir aus jetzt auch schwarz anlaufen und umfallen. Es ist Gewalt, wenn der Bewohner ausgeräumt wird, ohne dass vorher gewisse Maßnahmen durchgeführt wurden oder aber es keine Anordnung vom Arzt gibt. Das hast du selber in deinem Kommentar geschrieben und darum frage ich mich, warum nutzt du die Zeit, über so einen Scheiß mit mir zu diskutieren? Du gibst dir selber die Antwort, hast das überhaupt nicht den Kern meines Videos verstanden. Und willst mich dann abfacken, so. Also sorry, das war Nummer 1. Es geht natürlich noch weiter, wir sind noch lange nicht fertig. So. Okay, gucken wir uns jetzt Kommentar 2 an. Nächster Kommentar.
Der Patient kann sich alles Mögliche wünschen. Ich muss ihm aber nicht jeden Wunsch erfüllen. Das hat nichts in Großbuchstaben mit Gewalt zu tun. Auch dein Beispiel mit in den Garten fahren, ablehnen, jemanden nach draußen zu karren, ist ebenfalls keine Gewalt. Doch, mein Schatz, das ist Gewalt. Du hast deinen Beruf einfach nicht verstanden. Wenn ein Bewohner, der in seiner Alltagskompetenz eingeschränkt ist, der seinen Alltag einfach ohne meine Hilfe nicht geregelt kriegt, mich bittet, ihn jetzt in den Garten zu fahren, weil er da eine rauchen möchte oder weil er sich die Fische im Fischteich angucken möchte oder die Blumen beim Wachsen beobachten oder whatever. Und ich sage ihm, nein, das mache ich jetzt aber nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Dann ist das keine Gewalt in der Pflege. Dann hindere ich nicht den Bewohner aktiv daran, sein Leben und seinen Alltag zu gestalten. Okay. So, und wenn ich meinem Bewohner, wenn mein Bewohner mir erzählt, ich möchte jetzt gerne das und das Kaugummi essen, das ist jetzt mein Bewohnerwunsch, ich möchte jetzt das und das Kaugummi und ich sage ihm, ja, ist mir doch egal, was Sie für ein Kaugummi wollen, Sie kriegen aber kein Kaugummi von mir. Dann ist es keine Gewalt. Alles klar. Okay. Ja, du hast recht. Wenn 100 Bewohner in meiner Einrichtung leben und 100 Bewohner in derselben Minute kommen und alle sich was wünschen, dann kann ich das nicht erfüllen. Stimmt. Ja, das ist auch keine Gewalt. Das ist einfach ein ganz normales Leben. Das ist einfach so. So, aber auch da hast du wieder den Kern meiner Aussage nicht verstanden, weil entweder du mir nicht folgst oder folgen möchtest oder folgen kannst oder weil du mich nicht verstehst oder weil du mich nicht verstehen möchtest oder weil du mich nicht verstehen kannst oder whatever. Aber du greifst Themen auf, Inhalte auf, die du dann gegensätzlich kritisierst so und hast gar nicht verstanden, worum es geht. Also nochmal, die Pflege ist dafür da, den Bewohner in seinen Alltagskompetenzen, in seinem Alltagsleben, in seinen Ressourcen, in seinen Problemen und was nicht noch alle zu begleiten. Wenn ein Bewohner, der sich nicht selbstständig mobil von A nach B bewegen kann, er aber von A nach B möchte und ich dieses nicht ermögliche, egal ob jetzt sofort oder in 10 Minuten, ich einfach sage, nee, ich mache es aber nicht. Natürlich ist das Gewalt in der Pflege. Was laberst du? Was ist das für eine scheiß Aussage? Na klar ist das Gewalt. Weißt du was? Ich wünsche dir, dir wünsche ich, dass du irgendwann alt bist und irgendwann immobil in einem Rollstuhl sitzt und gerne irgendwo hin möchtest und die Pflege sagt, nö. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Brauche ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht jetzt den Grund dafür. So, und dann kannst du dir nochmal überlegen, ob das Gewalt ist oder nicht. Fertig, so mehr sage ich da auch gar nicht zu dem Kommentar. Also, so, aber wir sind immer noch nicht fertig. Jetzt gibt es noch einen Kommentar, da geht es um die Verabreichung eines bestimmten Medikamentes in einer bestimmten Situation. Darüber werde ich nicht sprechen, darauf gehe ich nicht ein, weil ich werde hier keinem Menschen Tipps geben, wie man Bewohner ruhig stellt oder wie man Bewohner sediert. Das kannst du Kommentarfasserin, kannst das gerne machen. Diesen Kommentar wirst du bestimmt nicht auf meinem Kanal sehen. Den werde ich bestimmt nicht freigeben. Sag mal, wenn du angeblich in der Pflege arbeitest, ja, dann gibst du noch Menschen Tipps. Es ging in dem übrigens, ging es dabei um das Video Lernfeld 1.1 Ethik Teil 5 plus Horror in der Pflege. Da erzähle ich, was meiner Bewohnerin passiert ist, ganz zu Anfang, als ich angefangen habe in der Pflege. Und da will sie mir jetzt, da schreibt sie so neu mal klug darunter ein Medikament, damit man Bewohner ruhig stellt. Also du hast doch so einen an der Waffel, ey, sorry. So, aber jetzt kommen wir noch zum letzten Kommentar, weil sonst muss ich leider ausrasten, komplett. Selbes Video, es geht immer noch weiter um 1.1, Ethik Teil 5 und Horror in der Pflege. Und sie schreibt, Ethikkommission für Patienten der Intensivstation. Das geht an die Substanz. Da werden Dinge diskutiert,
Da wissen viele Menschen nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Besser als jeder Horrorfilm. Okay, Moment. Ich muss nochmal, die Schwachsinnigkeit muss ich jetzt nochmal lesen. Ganz kurz, Moment. Ethikkommission für Patienten der Intensivstation. Das geht an die Substanz. Stimmt. Stimmt, ich habe vergessen. Unser Beruf ist ja nur Arsch abputzen. Also, wie kann ich mir einbilden, dass mein Beruf schwierig wäre oder irgendein Horrorfilm oder irgendwie schwer zu verkraften oder zu verarbeiten? Wie kann ich nur so dämlich sein und mir denken, mein Beruf wäre was wert? Also, boah. So, also, du tust mir so leid. Du hast mein größtes Mitgefühl. Wenn es dir so schlecht geht, kannst du dich gerne bei mir melden. Da kannst du dich mal, nehme ich dich mal ordentlich zwischen meine Titten so und da kannst du dich mal richtig ausheulen. Also, so, und genau da denke ich mir wieder, ey, du hast gar nichts verstanden. Wir sind alle die Pflege, wir haben alle unsere Sachen zu tun und keiner ist besser oder schlechter oder keiner hat es besser oder schlechter oder schwieriger oder nicht. So, und ernsthaft willst du mir jetzt erzählen, dass wenn ich im Bewohnerzimmer reinkomme und finde, Bewohner mit seinem Bademantelgürtel in der Dusche hängt hängt, das ist kein Horrorfilm. Das ist nicht so schlimm. Nein. Wenn ich Bewohner habe, die einfach komplett mit Dekubitus und PAVK und was nicht nur alles zu tun haben, die total am Arsch sind, das ist kein Horror. Es ist auch kein Horror, einem Mensch dabei zuzugucken, wie er offene Wunden hat und einfach komplett sich zersetzt, hautmäßig so. Es ist auch kein Horror, alten Menschen einfach dabei zuzugucken, wie sie von ihrer Krankheit aufgefressen oder zerfressen werden. Nein. Es ist auch kein Horror, wenn man Bewohner einfach im Zimmer findet, die gestürzt sind und das Zimmer aussieht wie beim Schlachter so. Nö, das ist doch ganz einfach, ist doch ganz normal. Das machen wir doch jeden Tag. Das haben wir doch unterschrieben mit unserem Dienstvertrag, dass wir klarkommen da drauf. Boah, Leute, ey. Ich bin offen für alle Formen von Menschen, egal, whatever, aber tut mir doch bitte einen Gefallen, wenn ihr einfach dumm seid und nicht denken könnt, dann bitte lasst es doch einfach, okay? Und wenn ihr wirklich irgendwas, es gibt so viele Menschen, die mir Kommentare schreiben, die sinnvoll sind, dass sie sind, einfach sinnhafte Kritik oder whatever oder sind Tipps oder Hinweise oder keine Ahnung. Das finde ich alles super geil und da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man mir die Sachen aus dem Mund nimmt, zweimal eine Runde dreht und wieder reinstecken will und dann... Nee, das könnt ihr, keine Ahnung mit wem machen, aber nie mit mir und nicht auf meinem Kanal. Und diese Dame, über die ich jetzt gesprochen habe, die wird auch keinen Platz, hat keinen Platz auf dieser Plattform. Weil Schwachsinnigkeiten brauchen wir hier nicht. Gibt schon genug andere Kanäle. Vielleicht kannst du ja, Entschuldigung, dass ich das immer aufgreife, aber so ist es halt einfach. Du kannst ja vielleicht mal bei der Bibi vorbeigucken. Vielleicht findest du da irgendwas Sinnvolleres für dich, für deine Lebensphilosophie. So. Ja, also wie gesagt, ich werde die Dame jetzt auch aktiv dann auf dem Kanal blockieren, weil so eine Schwachsinnigkeit brauche ich einfach nicht. Halte ich mich schon wieder auf mit so Lächerlichkeiten? Nee, also sorry, ihr Lieben, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es doch alles in Ordnung und man kann auch über alles sprechen, aber ich muss doch nicht mehr ein Video angucken und dann nehme ich einfach die Kernaussage des Videos, verdrehe die einfach ein bisschen und sage dann, nee, das ist aber alles gar nicht so. Doch, es ist genau so, wie ich gesagt habe und nur weil das nicht deine Meinung ist oder weil du in deinem geistigen Horizont noch nicht zu diesen Erkenntnissen gekommen bist, weil du keine Erfahrung hast oder weil dir alles scheißegal ist, kann ja sein. Aber lass doch die Leute in Ruhe mit so einem Quatsch. Also ganz ehrlich, wenn ich die jetzt freigeschaltet hätte, diese Kommentare, und dann hätte ich Menschen gehabt, die gerade in der Pflege anfangen und da arbeiten
und so Scheiß lesen, dann denke ich mir, nein, 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 du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von der Pflege. Du hast keine Empathie. Weil wenn du empathisch denken würdest, dann würdest du nicht so einen Scheiß schreiben. So, okay, ich habe jetzt gerade noch ein paar Sachen gemacht. Also, E-Mails beantwortet. Ich hatte 2 Kooperationsanfragen, aber die habe ich abgelehnt, weil das Produkt einfach, oh, Entschuldigung, ein bisschen hell. Was wollte ich sagen? Ich habe 2 Kooperationsanfragen gekriegt und die habe ich jetzt abgelehnt, weil das Produkt war einfach überhaupt nicht, also es waren Produkte, die waren vielleicht gut, aber die haben überhaupt nichts mit, also thematisch mit meinem Kanal zu tun und darum, nee, habe ich das jetzt abgelehnt. So, dann muss ich noch dem Rio gleich seine Tablette geben. Ich habe jetzt gerade schon schwarzen Tee gekocht für den Rio. Der hat nämlich schon wieder, der hat extrem empfindliche Augen. Und wenn wir, also gestern waren wir spazieren. Und gestern Abend fing er an, so ein ganz knallrotes Auge zu haben. Wenn der zukriegt, der Rio, dann, der ist so empfindlich. Und jetzt behandeln wir das wieder mit schwarzem Tee. Ich habe hier diesen gekauft. Der ist super, der Tee. Davon habe ich auch den Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. Aus dem DM. Der ist super. Ups. So, jetzt muss ich noch meine Tablette nehmen. Und dann wollte ich mal was frühstücken. Es ist jetzt gleich 10:15 und um 10:30 muss ich den Herrn Zorro anrufen, wenn der seine Zeit vergisst. Dann muss der nämlich nach Hause kommen. Ups. Muss der nach Hause kommen, weil der um 1 Uhr muss der schon wieder wo sein. Der hat heute, wenn der Filmprojekte begleitet, arbeitstechnisch, dann bekommen die immer, also der macht ja so Kinofilme und Serien, also so wie, Taunus-Krimi oder auch Tatort oder auch Kinofilme. Jetzt beispielsweise ist heute Mittag die Premiere von dem anstehenden Kinofilm, Kinderfilm Wolfgang. Und da hat er halt mitgewirkt und darum haben die heute, also die Leute, die mitgewirkt haben, die haben heute die Einladung bekommen, sich den Film anzugucken in der Kinopremiere. Und da geht er natürlich hin. Und darum muss er um 10:30, also um 11 Uhr kommt er ungefähr hier wieder an und um 1 Uhr muss er schon wieder im Kino sein. Also straffes Zeitprogramm heute für den Herrn Zorro. Der hat jetzt die Olga mitgenommen. Ich muss dann für die Olga noch Essen machen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob der da was zu essen kriegt oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe nämlich jetzt noch von gestern habe ich noch ein paar Reste. Ich habe gestern vegetarische Schnitzel gemacht mit Kartoffeln und Blumenkohl und mit so einer dunklen Champignonsoße. Das war sehr lecker. Und das kann ich heute noch mal essen. Ich habe noch ein bisschen Kartoffeln und ich habe auch noch ein bisschen Blumenkohl und ich habe noch von der Soße was, nur kein Schnitzel, aber das muss ich auch nicht haben. Ich habe es übrigens die letzten Tage geschafft, konstant immer abends meine Küche aufzuräumen. Nachdem ich mit dem Rio gestern dann eingepennt bin, bin ich um, ich glaube, kurz nach 11, irgendwas nach 11, habe ich dann hier noch schnell die Küche sauber gemacht. Das gefällt mir viel besser, als morgens in dieses Chaos reinzukommen. Da muss ich nämlich gerade ausrasten. So, der Rio und ich, wir sind hier gerade am Anziehen. Guckt euch mal diese Spickbeinchen an. Spickbeinchen. Ja, wir sind jetzt am Anziehen und der Herr Zorro ist jetzt gleich auch wieder da. Der hat sich gerade schon angekündigt und darum werde ich jetzt hier den Vlog beenden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr aber den Rio und mich verfolgen, weiterhin begleiten möchtet oder die Altenpflege unterstützen, darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Dann scheut doch nicht davor, den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke nebenan. Dann geht ihr sicher, dass ihr keins von den ganzen Videos verpasst in Zukunft. Und wir verabschieden uns. Da lachst du!
Und wir verabschieden uns wie immer mit Love, Peace and Harmony. Haut rein!